um auf weitere Fragen im Chat nicht drauf eingehen zu müssen. Ey, no front an den Chat, wie gesagt, an alle Ehrensupporter, ey, Kuss geht raus. Aber ihr wisst, die nervigen Leute, die überwiegen immer mit Aufmerksamkeit. Gehen wir direkt rein in die Reaction, damit ich das nicht mehr lesen muss. Jungs, schönen guten Tag, ich grüße euch. Junge, jetzt redet doch nicht rein, du Peach. Oha. Seht ihr, so redet man mit seiner Community. Er macht's richtig. Deswegen habe ich die letzten zwei YouTube-Videos noch nicht gesehen von Sascha, aber ich bin wohl in beiden drin. Cool. Cool, Sascha, danke. Ja. Ich glaube, insgeheim freut er sich wirklich. Insgeheim liegt Kevin abends im Bett und denkt sich einfach nur, nice, Mann. Nice. Nur vor seinen Leuten lässt er wieder, wie Monte vor seinen Leuten lässt er den coolen raushängen. Scheiße. Heute ist es wieder soweit. Heute endlich eine neue Episode von Sascha liest Kommentare plus Kooperation. Ich bin jung und brauch das Geld. Ach nee, kommt jetzt wieder Raid Shadow Legends? Ganz traditionell würde ich sagen, fangen wir an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Sascha, an der Stelle bin ich wieder komplett raus. Wo sind die Bitches? Danke für den... Fucking Knossi, Alter. Bro, Knossis Wohnung stand einfach unter Wasser. Und dann, als er seine Wohnung... Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat es jemand von euch mitbekommen? Jens, seine Wohnung war unter Wasser. Auf Insta. Hat er auf Twitch noch nicht dazu geäußert. Was ist da passiert? Hat jemand Ahnung? Gibt Videos sogar. Digga, habe ich gar nicht mitbekommen. Ein Tag vor seinem Urlaub. Ja, bester Zeitpunkt, oder? Badewannenhahn ist explodiert. Okay, krass. Informiere ich mich nachher mal. Fixt hatte, ist er zum Flughafen, wollte nach Teneriffa in Urlaub. Und da wurde der Flug abgesagt. Ja, moin. Und das Ganze war alles am Freitag, den 13. Lol. Richtig bitter für ihn. Aber auch bitter für mich, dass Kevin mehr über Jens weiß als ich, Alter. Alter, Kevin, der Keck, ist ja voll unterwegs, Mann. Schatz, komm zu mir nach Hause. Ich kann nicht, ich habe einen Dreier mit einem älteren Paar. Fängt ja wieder super an. Mhm. Aber ich bin alleine zu Hause, meine Eltern sind nicht da. Mehr Anzeigen. Chemie lehrt mich. Mehr Anzeigen. Alkohol ist auch eine Lösung. Also, ich weiß, was eine Rolle ich habe, ich habe eine, die teurer ist, ja. No front. Wie heißt Bernd das Brot auf Türkisch? Mehr Anzeigen. Burak das Börek. Ey, da bin ich ganz kurz nochmal stolz auf meine Photoshop-Skills. Das muss ich nochmal loswerden. Ey, Burak, das Börek ist geisteskrank rausgekommen, ja. Kevin, der Keck, natürlich seine Facecam vor den Beinen. Das Ding stand 1A da, neben seinem 3er BMW. Ey, Rita, ich fand Bernd das Brot so fucking creepy einfach. Da gab es auch immer diese Loop, die dann immer so nachts lief bei Kika. So, weißt du, du hast so nachts durchgeswitcht und wolltest zu diesem Sport1-Sender. Und also... Oder warte mal, was? Sport 1 Center nachts, also ich weiß jetzt nicht, wo der Cringe mehr damals gekickt hat, auf Kika oder auf Sport 1. Bruder, Kevin? Bei irgendwelchen anderen Sendern in die Richtung. Oder hast halt einfach so durchgeswitcht und dann kam auf einmal Kika und dann war da so Bernd das Brot, der irgendeine Scheiße gemacht hat, Alter. Und der Digga, das war so geisteskrank creepy, Alter. Allgemein fucking lost, okay, no front, aber fucking lost, wer sich Kika reingezogen hat als Kind. Mal ab und zu bei Kika reinschalten. Hä, was? Hey... Und das zeigt einfach, Kevin ist ein richtiger Schwabe. Kevin ist ein komischer Kauz. Ey, was ist daran los, wenn man sich als Kind Kika reingezogen hat mittags? Natürlich hat kein Schwanz nachts eingeschaltet, als Bernd das Brot da war. Digga, nicht mal Bernd das Brot hat sich deine eigene Scheiße gegeben. Digga, der Synchronsprecher, der muss ja sämtliche Drogen zu sich genommen haben, damit er die Scheiße durchgezogen hat. Kika war schon komisch. Alter, als Kind war doch Kika nicht komisch, Alter. Aber wer sich only Kika reingezogen hat, es tut mir leid, Freunde, ihr seid einfach lost. Auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Mein RTL! Ja, keine Frage, als Kika, super RTL, war mega. Da noch Dinger, auf welchem Sender lief nochmal die ganzen Serien wie Pokémon? War das RTL, was war das nochmal damals? Auf welchem Sender lief Pokémon und so? RTL 2, ne? Ja, Digga, super RTL, RTL 2 war schon nice, natürlich, aber... Man darf nicht vergessen, da waren wir dann schon noch ein bisschen älter. Digga, bei Kika war man verdammt jung, aber jeder hat, als man verdammt jung war, hat man sich Kika reingezogen. Und danach kam RTL 2 und Super RTL. Das heutige Gewinnspiel wird ermöglicht durch Lords Mobile. Der Link zum Gewinnspiel ist unten in der Beschreibung. Zu gewinnen gibt es... Ja, Freunde, wir gönnen mal Sascha seinen Hack und gucken das Placement komplett. Danke dir, Digga. Einmal ein 350€ in dem Paket. Ich bin reich! Ein iPhone 11 Pro. Wow. Komm in die Gruppe!
eine PS4 Pro. Jawohl, ja! Und eine Switch. Danke, Mann. Jeder Download ist bedeutend. Es wird uns helfen, bis zu 50.000 US-Dollar an die Charity-Organisation Make-A-Wish zu spenden. Die Make-A-Wish-Organisation setzt sich für die Erfüllung von Wünschen schwerkranker Kinder ein. An jeden, der diese... Oh, das ist smart. Ich sollte auch ein Raid Shadow Legends Placement machen und dann für Charity donaten. Dann kann niemand was sagen. Dude, smart. Spiel über den Link downloaden. Lel. Als ob es einem so darum geht, okay, ich muss jetzt eine Kooperation machen. Ich habe das Gefühl, Alter, das ist der letzte Scheiß, Mann. Egal, noch kurz was mit Charity machen. Ah, der Five-Head-Move. Ändere, wähle deine Truppen- und Heldeninformationen, um Vorteile in Schlachten zu erzielen. Bruder, Sascha klaut straight up die Insider von meinem Stream. Ich schwör's euch, das ist unser Content-Chat, alright? Sascha pimmelt hier im Stream und denkt sich einfach nur, ey, ich klau einfach den Content. Was wiederum nice ist, weil dann kann ich wiederum Content von ihm klauen. Also, ich sag euch mal eins. Selbst wenn die Quarantäne komplett kickt, kann ich mir nicht länger als gute 5 bis 10 Minuten, sagen wir 10 Minuten, kann ich mir nicht nicht seinen Stream anschauen. Und in den 10 Minuten müsst ihr wahrscheinlich, also, dass da ein Insider kommt. Also, Digga. Kevin. Also, wirklich, Luca, als ob niemand anderes Moneyboy kennt. Insider. Ja, okay, Moneyboy wird nächstes Jahr durch Papaplatte groß. Eieiei, also no front natürlich an Kevin, aber das ist jetzt hier ein richtiger Schmutztalk. Alright, und ich kann das dann wiederum hochladen. Das ist eine unendliche Spirale, wo wir alle dran profitieren. Es ist crazy, dude. Nimm deine Gegner. Ja, okay, es ist schon crazy jetzt, wenn ich es mir so überlege. Ich lade ein Video hoch mit einer Kooperation. Man verdient durch das Video Geld und halt auch durch die Kooperation. Dann lädt Kevin ein Video hoch als Reaction, verdient dadurch Geld. Und ich lade von Kevin seiner Reaction nochmal eine Reaction hoch auf mehr Anzeigen. Und das ist YouTube geworden. Das ist einfach YouTube geworden. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, wenn ich mir jetzt so überlege, ey, jeder, der damals nicht mit YouTube angefangen hat oder mit Twitch, ey, einfach GG, Mann. Und auch jetzt, ich sehe so viele Leute, ey, auf Insta mit Swipe Up. Yo, Leute, jetzt wo Quarantäne ist, ich stream mal auf Twitch. Digga. Lords Mobile ist weltweit das beste Strategiespiel. Lade Lords Mobile. Flux. Weltweit das beste Strategiespiel. Lade Lords Mobile. Ich schwöre, das ist genau diese beiden Videos sind. Ey, das Video hatte irgendwie so 30.000 Klicks. 10er, wenn Sascha das selber gefunden hat. Dieses hier. Natürlich nicht. Wer es nicht weiß, ich habe mich eingehackt auf Kevin sein Home-Server und schaue mir täglich an, was für einen Suchverlauf und was für einen Wiedergabeverlauf Kevin hat. Und da nehme ich einfach meine Inspiration her. Also ich weiß jetzt nicht, was Kevin denkt, Digga, aber Bro, das ist mein Job. Mein Job ist, tagtäglich auf YouTube unterwegs zu sein. Dass Luciano oder Luciano, wie man auch immer ihn man nennt, dass da solche Videos online sind, natürlich sehe ich das. Ich kenne auch den scheiß Köftespieß. Ich kenne von Xatar, kenne ich fucking nochmal fast alles, Mann. Ich bin mit allem up to date. Sogar, ich war, ach, egal. Genauso wie das Luciano-Ding, Alter. Zehner. Hier, er. Das hat 5000 Views. Das hat er safe aus unserem Stream-Chat. So lost. Was hasst Simon Unge? Mehr Anzeigen. Übersteuerung. Ja, moin. Nächstes Video bitte 180 Grad gedreht. Danke. Mach mal mehr Knopf. Zieht ihr das jetzt bis zum Ende durch? Nicht im Ernst, oder? Knossi und Monte Clips rein. Sind immer zu wenig. Ich drehe einfach meinen Bildschirm um. Kevin auch natürlich wieder Five-Head-mäßig am Start. Holy shit. Ich habe mein Bildschirm nicht ganz umgedreht, sondern nur so. Okay. Du, das ist fucking strange. Holy shit. Mein Gehirn ist vollkommen überfordert, Alter. Okay. Das ist jetzt aber nicht 180 Grad, das weiß Kevin hoffentlich, oder? Abitur Brandenburg. Also das Video ist auch 180 Grad gedreht und dann ist das Ding noch um 90 Grad gedreht. Alter, holy shit, ich bin viel zu überfordert. Lass es schnell wieder zurückdrehen. Warum gewinnt ein stummer Tennisspieler jedes Spiel? Warum weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt mehr Anzeigen klicke, nur ein scheiß Kommentar kommen wird? Weil er keinen Satz verliert. Uff, Alter, schwierig. Bitte sendet mir Hilfe. Wenn Juristen Fußball... Och, Dicker, danke, Sascha. Holy shit. Das war so geisteskrank anstrengend andersrum. Ich schwöre. Holy shit, Bro. Wenn Juristen Fußball spielen, mehr Anzeigen, sind sie dann automatisch Rechtsverteidiger. Kritisch. Lass mich raten. Den Clip habe ich jetzt auch wieder durch Kevin.
Ich keine Chance, dass ich das ohne Kevin seinen Stream kannte. Top 10 Frauen, mit denen Sascha geschlafen hat. Mehr Anzeigen. Das gibt einen Bann. Lösch dich. Control yourself. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich muss im Nachhinein sagen, ich fand das schon. Ich fand es schon sehr nice, diese Kurzgeschichte von Kevin Teller. Oh! Alter, als ob es meinen Kommentar sogar reingeschafft hat, Bro. Holy shit. Crazy, Alter. Ich wusste nicht, dass es... Oha. Nice, läuft bei mir, Alter. Holy shit. Bruder, started from the bottom, now we're here. Cheers darauf, Freunde. Cheers. Lösch dich. Control yourself. Take only what you need from it. A family of trees wanting to be haunted. Control yourself. Sascha, what the fuck? Bro, Sascha zieht sich aber auch die Clips absolut aus dem Arsch. What the fuck, bro? Hä? Die Clips? Bruder, das war ein Instagram-Foto, Mann. Hä, das muss man doch erstmal sehen. Das Foto war absolut lost ohne Thomas im Hintergrund. Der Typ hat das Foto hochgeladen, da war Thomas nicht am Start. Egal, ich sag nichts. Sascha, what the fuck? Bro, Sascha zieht sich aber auch die Clips absolut aus dem Arsch. What the Lüge. Fuck, Bro? Ach Gott, Digga. Alter. Ruhe in allem Warmer. Und an der Stelle bin ich... Ey, Sascha leidet so viel Normies in meinem Channel und in meiner Community, das ist geisteskrank. Ey, wirklich. Sascha ist der Grund, warum wir so viel mehr Normies in dieser Community haben. Das ist crazy, Bro. Raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert... Warte mal, will der mich flaxen, Digga? Erstens. Okay, Kevin hat da nicht Subscriber-only drin. Vielleicht sind aufgrund dessen paar normale Menschen am Start. Aber ich glaube, dass Kevin meistens Sub-only drin hat. Wenn einer von mir kommt, muss es schon ziemlich am Arsch sein, um $5 im Monat an den Mann hier unter mir zu bezahlen. Also Kevin, wir können es gerne mal eine Runde Schere, Stein, Papier austragen, aber das sind jetzt hier schon, also das sind Anschuldigungen, also die verstehe ich jetzt gar nicht. Abonniert habt in den schweren Zeiten, jetzt wo zwangsweise Schulferien sind. Alright, Freunde, wir haben noch ein zweites Sascha-Video, ich kann uns gar nicht abwarten, das habe ich noch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Das Ende! Das Ende! Oh Gott, ey, ganz kurz, Dave und Point, ich weiß nicht, ob du im Chat bist, das ist auch das letzte Mal, dass wir von Kevin uns ein Video reingezogen haben. Muss doch nicht sein, Digga. Ich fühle mich, das ist... Unglaublich. Das heißt Toilettenpapier 200 Euro Verhandlungsbasis. Heute ist es endlich soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Jodler vorbereitet. Aber nicht irgendwelche Jodelbeiträge, sondern Corona-Jodelbeiträge. Oh mein Gott, yeah! Das heißt, das heutige Video wird nur gefüllt sein mit Corona. Scheiß drauf, Digga. Bann ihn einfach. Ey, also ganz kurz nochmal. Ich hatte echt mal ein Gespräch mit Monte. Und da habe ich zu ihm gesagt, so, Digga, wie machst du eigentlich mit den Leuten, die einfach so Hate oder so negative Kommentare unter YouTube da lassen oder auf Twitch. Monte, wirklich seine Antwort, ohne lang zu überlegen, und das ist bei Monte echt selten. Digga, ich banne ihn direkt. Ey, Monte macht's einfach richtig. Ich würde sagen, erster Jodelbeitrag, let's go. Kids 2020, be like. Mama, gehen wir noch zu McDonald's? Nein, Kind, wir haben noch 50 Dosen grüne Bohnen mit Möhrchen daheim. Und da gehen Grüße raus an alle, die Hamster-Einkäufe tätigen. Wirklich, Dankeschön, dass ich... Ey, Real Talk, so lost, Alter. Ich kann's nicht oft genug sagen. So lost. Wirklich, aber ey, wisst ihr, was noch mehr lost ist? Die Leute, die einfach, weiß ich nicht, schon nachdem 400 Leute auf meiner Twitter-Timeline den Joke gemacht haben, immer noch irgendeinen Joke machen mit Corona, Toilettenpapier und... Digga, wir haben ja, das Mann, schon... Ja, da hat er recht, Alter. Ich war auch wirklich sehr spät dran, wenn nicht eigentlich schon zu spät. Ich wollte nur meinen Frust ablassen, aber... Ja, Mann, ey, wir haben es verstanden. Da hat er recht, plus eins. Zum ersten Mal in der Reaction hier. Kevin reagiert seit 9 Minuten in dem Video. Und das erste Mal kriegt er von mir ein plus eins. Nicht nochmal schreiben. Bruder, warum kaufen wir eigentlich Klopapier? Digga, löscht euch einfach, alright? Wir haben es alle gelesen. Holy shit, Alter. Macht irgend... I don't know. Keine Chance mehr, Toilettenpapier zu erwerben. Grüße gehen raus an den Herrn, dem heute sein Lutscher in der U-Bahn heruntergefallen ist, er ihn einfach wieder aufgehoben hat und in den Mund gesteckt hat. Vor dir hat selbst Corona Angst. Nice. Manche Leute nice. Schrecken vor gar nichts zurück. Die Kassiererin fragt die Frau vor mir: Na Heike, heute einen Sack Kartoffeln mehr? Hast du Angst vor Corona? Die Frau: Nee, die Schwiegereltern kommen. Das ist schlimmer als Corona. No front! Ich verstehe gar nicht, warum das so ein Meme ist mit den Schwiegereltern. Oh, da war ich im Chat. Passt auf. Wenn Max den Kommentar von mir rausgeschnitten hat,
dann bin ich sehr sauer. Aber ich habe einen Kommentar gelassen, da muss ich ganz kurz nochmal sagen, sehr seltener Moment von mir gewesen, dass ich was feiere, aber der Kommentar saß, glaube ich. Ich verstehe gar nicht, warum das so ein Meme ist mit den Schwiegereltern. Bis jetzt waren alle Schwiegereltern von meinen Freunden, also die Eltern von meinen Freundinnen, die Eltern von meinen Freundinnen, meine ich, waren immer übelst nett bis jetzt. I don't know. Ich finde das auch ein Stück weit wichtig, actually. Also ich glaube, dass eine Beziehung irgendwie, ich meine, kann natürlich trotzdem funktionieren, aber ich glaube... Nebenbei noch eine Sache, ist schon ein leichter weird Flex von Kevin, aber okay. Ich glaube, es wäre irgendwie weird, wenn ich mich mit den Eltern nicht verstehen würde. Ja, weil deine Schwiegereltern deine richtigen sind. Sascha, wirklich Quality-Gag, Alter. Oh, da war ich. Gott, Sascha. Da war ich, das war meiner. Oh. Sascha, komm du erstmal über die 1000 Stream-Viewer, okay, und dann können wir weiterreden. Ah, wie viel habe ich denn gerade? Sekunde. Ah, Kevin, melde dich bei mir, gerne. Grüße gehen raus an Papa Platte. Corona-Fan, stellt sich mir jetzt nur eine Frage. Lebt denn der alte Hans Michel noch? Ja! Dieses Bild. Corona. Dieses Bild, ihr müsst euch vorstellen, ich war auf das, ich wusste ja von Knossi seinem Stream, dass er auf dem Oktoberfest war. Und ich war auf Instagram, auf seiner Timeline und ich habe gesucht nach Bildern mit dieser Scheiß, mit dieser Tracht. Ich habe nichts gefunden und ich war so, ey, Knossi lädt alles hoch aus seinem Leben, alles. Wirklich, das Einzige, was noch fehlt, ist ein Toilettenselfie. Dann hat Knossi zu jeder Situation ein Bild aus seinem Leben hochgeladen. Da nicht. Und dann hat er mir 4 Bilder geschickt. Die anderen 3 Bilder, die mir jetzt noch geschickt haben, die waren auch sehr süß. Aber ich habe mir gedacht, für den Holzmichel ist das Bild am besten. Corona kommt und geht. Apache bleibt gleich. Desinfiziere mir. Ey, Real Talk aber. Ich finde, Corona-Bier ist eines meiner Top 3 Bier. 100%ig. Safe Call. Safe. Ich schwör's euch. Und da ist das zweite Plus 1. 10 Minuten 34, das zweite Plus 1. Corona-Bier. Sehr nice. Ich liebe Corona. Corona und Astra, das Beste. Du musst die Hände. Teenager, du solltest auch eine Gesichtsmaske tragen. Ich, das hilft nicht gegen Ansteckung. Bier allgemein widerlich. Ja, kein da plus eins da drauf. Aber wenn ich Bier trinke, dann Corona oder Astra. Aber das ist halt auch wirklich, Corona ist auch, glaube ich, das teuerste Bier, oder? Also im Supermarkt. Natürlich, wenn man wahrscheinlich so in irgendeinen Getränkeladen gibt es ja noch teureres. Aber ich glaube, Corona ist im Supermarkt mit das teuerste. War ja klar, dass Kevin sich als erfolgreicher Streamer nur das teuerste Bier gönnt. Er, aber du bist hässlich. Ach nee. Er ahnt schon, aber es ist klar. Nee, Sascha, nee. Ach nee. I doubt it. You're a wizard. Ach, du, Sascha. Ach, weiß ich nicht, muss ich jetzt herhalten, weil weiß ich nicht, Knossi alle 4 Wochen nochmal streamt, Bro? Tinder-Date, sie, hey, wegen Corona. Ja. Schon ein bisschen, keine Ahnung. Aber es ist auch nicht so, dass ich wirklich jetzt hingehe und stundenlang nach diesen Kevin-Dingern suche. Ich gebe einfach ein paar Platte auf Google ein. Wirklich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, unter den ersten 10 Bildern kam dieses Bild. Was soll ich machen? Der Rest ist ja, der Rest, was kommt, ist ja logisch. Da würde ich gerne auf Hände schütteln oder umarmen verzichten. Ich, hey, ja klar, kein Ding. 2 Stunden später, auch sie, wir brauchen kein Kondom, ich nehme die Pille. Wenn meine Kinder später fragen, wie 2020 war. Ich bin reich! Wenn ich Corona bekomme. Ich muss wirklich sagen, Sascha, ich find's immer no joke, ich find's extrem lustig, wenn dieses Jodeln im Hintergrund kommt. Es ist eines der lustigsten Soundeffekte in den Videos, ich schwör's dir. Ja, es ist die Goofy-Lache, aber. Oder Goofy-Lache, ich weiß nicht, oder wenn Goofy irgendwie am Fliegen war, kam das, aber ich finde den Soundeffekt auch ganz nice. Auch noch Soundeffekt, den ich sehr feier, ist dieses Cartoon Slip, der gerne mal bei Monte kommt, wenn das Headset runterfliegt. Ich liebe dieses Jodeln. Aber kannst du das nächste Mal so ein bisschen übersteuert reinmachen? Danke, Bro. Kinder später fragen, wie 2020 war. Ich bin reich! Wenn ich Corona bekomme, besuche ich erstmal das Finanzamt. Die wollen sonst auch immer die Hälfte abhaben. Wenn das Virus erstmal da ist. Warte mal, ich soll die Beschreibung lesen. PS, Kevin, lösch dich endlich. Sascha, shut the fuck up, dude. Servus, Leute. Die Hälfte abhaben. Wenn das Virus erstmal da ist, fragt man sich natürlich, Wuhan hat gelegen. Ayo, Wuhan hat gelegen. Kronbacher. Wie das Land, so das Paulaner. Der Semesterstart in Bayern und Baden-Württemberg verschwindet. What the fuck, Bro? Ey, frag mich nicht. Frag mich nicht. Bayern und Baden-Württemberg verschiebt sich, aber... Sorry. Alle spielen im Garten, außer Mona. Und
ey, diese Witze waren so schlecht, Digga. So irgendwie sowas wie, alle sitzen ums Feuer rum, außer Ruth, die sitzt in der Glut oder so. Aber Ruth, auch fetter Name, by the way. Alle bleiben vor der Klippe stehen, außer Peter, der geht noch einen Meter. Junge, ey, so lame, einfach so lame, ich schwöre. An dieser Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, um diese Packung Nudeln zu gewinnen. Musst du jetzt einfach nur einen Kommentar unter diesem Video da. Ja, holy shit. Was hat er geschrieben? Ich will die Nudeln, du Peach. Oh, Kommentar wird direkt gelöscht. Wie mache ich dieses coole C? Warte mal, cooles C. Oh mein Gott, holy shit, what the fuck, du, das hat actually funktioniert. Ist es das Richtige? Ich glaube schon, oder? Warte mal, Bastard auf Türkisch. Ja, oh mein Gott, es ist actually holy shit. Und da weiß man auch, was sonst so in Kevin sein Leben abgeht, wenn er sich freut, dass er da einmal richtig in seinem Leben gegoogelt hat. Oh Mann, Kevin, wirklich, lösch dich. Das funktioniert, Bro. Er freut sich wie kleines Kind darüber. Fuck. Fucking Pfeifen, Bro. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich dalassen. Mhm. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Das habe ich gesehen, das war so nice. Der Tweet dazu hieß, Turtles are so dumb oder so. So geil. Erstens war ich vor 20 Minuten Top Donations, zweitens check meine Donations, drittens das Video von Ben. Ach, herrlich, ich lieb's. Oh Mann. Kann andere Sascha Video noch zu Ende gucken? Ja. Oder war es ein Abonnement für mich dalassen? Einer geht noch. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Ja gut, Freunde, in dem Sinne sage ich wieder schon. Oh, Mann, Alter. Herrlich.